Das ist ein Mehrteiler. Am Ende jeder Folge findest du immer einen Link zum nächsten Teil und im Abspann zur kompletten Playlist Leitfahrten Motorsense von A bis Z. Darin zeige ich dir nicht nur, wie man den Vergaser einstellt oder den Mähfaden neu aufwickelt, welche Fäden es überhaupt gibt, wie die Unterschiede sind, was es sonst noch an Zubehör und Anbauteilen gibt, Reparaturen, die anfallen, wie man die durchführt und auch Wartung, wie das Abfetten, in welchem Intervall man das macht, wo man das macht, wie man zum Beispiel beim Hochendaster die Kette schärft oder auch den Heckenscherenaufsatz sowie die verschiedenen Motorsensenmodellen, die es so üblicherweise am Markt gibt, mit Vor- und Nachteilen. Wenn dich das interessiert, dann abonniere den Kanal, um keins der Videos zu verpassen, und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Video. Hallo zusammen, das ist Teil 22 vom Motorsensen Leitfaden A bis Z. Am Ende jeder Folge findest du immer einen Link zum nächsten Teil und im Abspann die komplette Playlist. Um keinen Teil zu verpassen, gern abonnieren. Und heute geht es um den Getriebekopf. Wenn der mal kaputt ist, Geräusche macht, auseinanderfliegt, klemmt, was auch immer, kein Grund für die Motorsense komplett zu entsorgen, kann man noch mal reparieren bzw. komplett austauschen. Der Getriebekopf gibt es als komplettes Teil zum Austauschen. Die sind in der Regel identisch bei den unterschiedlichen Markennamen und Herstellern. Es gibt nur zwei Unterschiede, auf die ihr unbedingt achten müsst. Und zwar, das ist die Aufnahme hier vom Gestänge, vom Durchmesser. Es gibt 26 mm Durchmesser und 28 mm. Darauf müsst ihr dann achten, dass dann hier auch die Aufnahme am Getriebekopf passt zu eurem Gestänge. Und das zweite ist die Aufnahme hier drin von der Welle. Und jetzt zeige ich das mal hier. Hier diese Welle, die gibt es mit 7 Segmenten oder mit 9 Segmenten, und das muss natürlich auch passen. Wo ihr das herkriegt, findet ihr wie immer in der Videobeschreibung unterm Video. Und ich habe hier den Fadenkopf von dem alten Fuchstech, der ist ein bisschen mitgenommen, total verrostet, und den möchte ich heute tauschen gegen das neue Teil. Und das machen wir einfach zusammen, und dann geht es jetzt los. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe hier vorhin schon mal die zwei Schrauben mit Karamba ein bisschen eingesprüht, so verrostet wie das ist. Schadet das auf jeden Fall nichts. Hier ist auch lauter Dreck drin. Da wird schon lange nicht mehr danach geguckt. Ich denke, das ist ein 4 mm Imbus, wie bei den meisten Schrauben hier. Hier, ich empfehle euch auch hier einen Imbus oder so ein, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, T-Handle. Wo auf jeden Fall so ein Kugelkopf dran ist. Da kann man nämlich hier diese Schrauben mit Flugrost oder wenn da Dreck drin ist, kommen wir da einfach besser rein. Ja, das ist hier auch gebrochen. Das ist auch so eine Schwachstelle. Zumindest habe ich das bei meinem Freischneider, den ich jetzt seit 8 Jahren im Einsatz habe, habe ich das auch genau an dieser Stelle schon mal geschweißt. Das Blech ist einfach zu dünn. Das schauen wir uns später an. Hier unter dem Dreck ist auf der anderen Seite noch eine kleine Mutter. So, und jetzt einfach abziehen. Der will nicht. Dann machen wir das jetzt mal so. Hämmer, hämmer. Hämmer, hämmer im dritten Stock. Hier, das ist ja hier an der Stelle so zusammengeklemmt. Ich werde das jetzt hier einfach versuchen, ein bisschen zu spreizen. Vorsichtig. Aha. Wunderbar. Ups. Jetzt hängt hier die
komplette Getriebestange dran. Ja, auch nur gesteckt, aber die ist halt fest. Oh, ja, mal gucken, wie wir die rauskriegen. Mal schauen, wie wir die jetzt hier rauskriegen. Ich denke, dann müssen wir hier zum Wunderbar. Das war's. Das war's schon. So, nochmal zurück hier. So, bei der Gelegenheit kommen wir hier gerade noch mal Anfang und Ende diese Verbinder noch mal fetten. Oh, ihr seht ja gar nichts. So, hier diese Verbinder noch mal fetten, bevor man das alles zusammenbaut. Das einfache ist Multifett. Also, wenn ihr sowas nicht habt, das gibt es entweder hier so in der Fettpresse oder das gibt es auch in der Tube. Ich werde schauen, dass ich euch da in der Videobeschreibung mal was verlinke. So, dann gucke ich jetzt erst, dass hier die Stange auch wirklich sitzt. Ja. Warum ist die richtige? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie viel habe ich jetzt hier? Vor lauter Fett erkenne ich nichts mehr. Ist ja toll. Ich glaube, das hier ist ein 9er. Der passt nicht. Der passt nicht. Mal sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 9! Ah! Der passt nicht. Ich habe hier einen 7er Kopf und hier ist eine 9er Welle. Das kann nicht funktionieren. Dann brauchen wir erst 9 Kopf. Aber im Grunde war es das. Ne? Hier diese zwei Schrauben lösen, das Ganze ein bisschen auseinanderspreizen. Vorher schauen, ob man ein 7-Segment oder ein 9-Segment Verbinder hat, ob der Durchmesser passt. Ich war mir sicher, dass ich das Richtige bestellt habe. Naja, und dann nochmal das Ganze rückwärts zusammenstecken, zwei Schrauben festziehen und fertig. So. Ah. Wenn euch dieses Video gefallen hat und andere Pannen auch noch interessieren, dann gerne abonnieren, dann verpasst ihr auch kein Video. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!